Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim, wo wir einmal mehr in das beschauliche Städtchen von Einsamkeit zurückgekehrt sind, da wir uns jetzt, wie schon in der letzten Folge angekündigt, um die nächste große... Sag jetzt hier an dieser Stelle einfach mal groß. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so wirklich eine Ahnung, was uns da erwartet, aber die nächste Questreihe soll denn nun heute endlich ihren Anfang nehmen. Es ist eine Questreihe, mit der wir tatsächlich schon an mehreren Punkten in unserer Geschichte hier Kontakt hatten. Zuletzt bei den Vorbereitungen auf das Einfangen eines Drachens in der Drachenfeste. Es ist Zeit, sich um die Problematik des Bürgerkrieges zu kümmern. Hallo, Beirand. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Aber womit kann ich euch dienen? General Tullius hat gesagt, ihr würdet mich ausrüsten, auch wenn ich tatsächlich gar keine schweren Rüstungen verwende und zurzeit auch gar nicht die Tragfähigkeit hätte, um irgendetwas in der Art mit mir herumzuschleppen, aber das ist ja spontan erstmal egal. Ja, ich hätte da nur eine Frage an euch. Ja? Leicht, mittel oder schwer? Was? Leichte Rüstung für Erkundungsmissionen, schwere Rüstung für Schlachtengetümmel oder etwas dazwischen? Dazwischen? Moment, ich dachte, es gibt nur leichte Rüstung und schwere Rüstung als Skills. Wie genau funktioniert denn jetzt eine mittlere Rüstung? Ich bin ja fast versucht, das jetzt einfach zu wählen, nur um zu sehen, was genau das dann für eine Rüstung ist. Und wisst ihr was, das mache ich auch. Gut. Das sollte eure Eingeweide davon abhalten, auf den Boden zu fallen, wenn ihr keinen allzu heftigen Hieb abkriegt. Und so schwer sollte das Ding auch nicht sein. Ja, aber zu schwer. So, das wär's. Jeder Soldat kriegt eine Kluft umsonst. Wenn ihr die verliert oder sie euch kaputt hauen lasst, werdet ihr zahlen müssen, genau wie jeder andere. Okay. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Meine Schmiede macht niemals Pause. Außer jetzt, da gehe ich mal rein. Ja, okay, gut. Die beschlagene kaiserliche Rüstung zählt also als eine leichte Rüstung. Was ist mit dem anderen Zeug, was wir jetzt gekriegt haben? Wenn ich alles als leichte Rüstung dient, dann brauche ich das... Guck mal hier, der kaiserliche Schild ist schwere Rüstung. Okay, immerhin etwas. Och, Oela. So hilf mir doch einmal. Was ist los? Ich möchte eine Gelinge tauschen. Was braucht ihr? Ich, also eigentlich brauche ich nur jemanden, der meinen ganzen Scheiß für mich rumschleppt. Hier, das kannst du... Oh, schick. Schmeißt sie sich gleich über. Na, von mir aus. Von mir aus soll sie es nehmen. Nach euch. Sehr, sehr schick. Vor allem mit diesem Helm, ne? Okay, gut. Dann fangen wir mit der eigentlichen Questreihe an, weil das war ja so ein Nebenquest-Ding jetzt. Gut, dass wir das Aela gegeben haben. Ich erinnere mich damals in Morrowind. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier in Skyrim ist, aber damals in Morrowind, da war es tatsächlich so, dass man die Uniform der Armee, sprich die Rüstung, tragen musste, um Aufträge für die Armee machen zu können und mit den Mitgliedern der Armee, mit seinen Vorgesetzten überhaupt sprechen zu können. Sonst haben die einen nämlich immer nur angepault, warum man die Rüstung nicht trägt. Und sowas war ganz... Ja, eigentlich war es ganz, ganz, ganz cooles Detail. Ich frage mich halt, wie das hier ist. Die Göttlichen haben mich von der Straße geholt. Und sie können auch euch von euren Prüfungen erlösen. Dann stimmt es also. So. Mal gucken. Es spricht sich herum wie magisches Feuer. Dann wird sie zum Problem. Haltet ihr noch denn nichts von euren eigenen Traditionen? Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Hört zu. Wir unterstützen Elisif.
Wenn sich die Volksversammlung trifft, wird sie das Richtige tun. Es haben nicht alle auf der Volksversammlung zugestimmt. Ihr seid jetzt schon lange genug hier, um zu wissen, dass Nord nicht immer vernünftig sind. Wir folgen unserem Herzen. Na und? Ulfric bekommt diese Krone und dann ist er auf einmal Großkönig? Nein, so einfach ist es nicht, aber die Zackenkrone wäre ein mächtiges Symbol, mit dem er eine Menge Unterstützer umgeht. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das schon mal gehört haben, oder? Wir jedoch vor ihm finden. Und wir haben es Elisif überlassen? In Abwesenheit der Volksversammlung würde es ihren Anspruch zusätzlich legitimieren. Vielleicht. Ich vertraue euch so viele Ressourcen an, wie ich entbehren kann. Aber ich warne euch, wenn sich das als Verschwendung von Zeit und Leuten entpuppt. Es wäre nicht vergebens. Nehmt auf jeden Fall den Hilfssoldaten hier mit. Ihr könnt ihn zurückschicken, wenn ihr dort seid und nichts weiter vorfindet als alte Knochen und Spinnweben. Steinfaust ist kein Tor. Er hat die Krone gefunden. Aber wir werden sie zuerst erreichen. Es war ein großer Erfolg, die Kontrolle über Rift zu erlangen. Ulfric ist jetzt bestimmt ganz schön nervös, da wir direkt vor seiner Haustür sitzen. Habt ihr eine Meldung für mich? Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Hört zu. Galmar Steinfaust, Ulfrics rechte Hand, hat seiner Meinung nach die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Wir werden dafür sorgen, dass er das Ding nicht in die Hände bekommt. Der Rest meiner Leute sammelt sich gerade außerhalb von Corvan Yund. Wir treffen uns dort, sobald ich hier fertig bin. Hilfssoldat, ja? Vor dir steht das legendäre Drachenblut, Anführer der Bruderschaft der Assassinen, oberster Schatzmeister und Dieb der Diebesgilde, Anführer der Gefährten, Erzmagier der Magiergilde, Bezwinger von Alduin, Retter der Seelen. Und du behandelst mich wie so einen kleinen Azubi. Ja, das fasst die Elder Scrolls so wunderschön zusammen, oder? Was ist die Zackenkrone? Eine legendäre Krone aus der Zeit König Haralds. Sorry, König Haralds ist einfach zu geil. Ein mächtiges Relikt eines goldenen Zeitalters, das längst Geschichte ist. Der Legende nach wurde die Krone aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt. Sie soll ihrem Träger Macht verleihen. Wie auch immer die Wahrheit aussieht, in Ulfrics Händen wäre es ein mächtiges Symbol, mit dem er Unterstützung für seine Sache gewinnen könnte. Woher wissen wir, dass die Krone in Corvan Yund ist? Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Ihr Standort ging mit König Borgas verloren, als er auf seinen alessianischen Kampagnen von der Großen Jagd getötet wurde. Angeblich wurde sein Leichnam nach Himmelsrand zurückgebracht und geheim mit der Krone begraben. Das Wissen über den Ort ging im Erbfolgekrieg verloren. Meine Leute teilen mir mit, dass Galmar sich ziemlich sicher ist, dass in Corvan Yund das Grab von König Borgas liegt. Ich kenne Galmar. Wir haben in vielen Kriegen Seite an Seite gekämpft. Er neigt nicht zu sentimentalen Träumereien. Wenn er glaubt, dass die Krone hier ist, hat er sie wahrscheinlich gefunden. Warum kämpft ihr für das Kaiserreich? Ich bin ein loyaler Bürger des Kaiserreichs. Meine Eltern waren Soldaten und ich bin in ihre Fußstapfen getreten. Aber noch wichtiger ist, dass ich eine Tochter von Himmelsrand bin und mir wünsche, das Land in neuem Glanz erstrahlen zu sehen. Nennen sich die Sturmmantel nicht selbst Söhne und Töchter von Himmelsrand? Ich bin schon mein ganzes Leben eine Tochter von Himmelsrand. Ich liebe das Land und seine Leute. Und das tun alle Nord, die dem Kaiserreich dienen. Einst auch Ulfric. Er war nicht immer ein selbstsüchtiger Egomane. Er hat im Krieg gegen den Bund in der Armee des Kaiserreichs gekämpft. Aber Ulfric und seine Sturmmäntel machen sich was vor. Wenn es eine Hoffnung auf einen langfristigen Sieg gegen den Bund gibt, dann ist das das Kaiserreich. Die Rebellen heizen die Spannungen nur an und schwächen das Kaiserreich, indem sie es von seinem eigentlichen Ziel ablenken. Betrachtet ihr die Talmor als Feinde? Ich betrachte diese Unterhaltung als beendet. Wir werden Ulfric schon bald aus Windhelm vertreiben. Und dann habe ich seinen Kopf auf dem Silbertablett. Ihr habt eure Befehle. Trefft euch mit dem Rest der Männer vor Corvan Yund.
Was muss getan werden, um den Krieg zu beenden? Ich hoffe, dass Ulfric zu Sinnen kommt, aber ich fürchte, dass es dafür schon zu spät ist. Wahrscheinlich würde Ulfrics Tod reichen oder der Sturz eines Jarl, der ihn unterstützt. Beides ist mit einer Menge Blutvergießen verbunden. Okay. Wartet nicht auf mich. Geht nach Corvanjund, sobald ihr bereit seid. Wir sehen uns dort. Es war ein großer Erfolg, die Kontrolle über Rift zu erlangen. Ulfric, komm, wir gehen. Bestimmt ganz schön nervös, da wir direkt vor seinem Haus. Wir zwei Hilfssoldaten, wir. Es lebe das Drachenblut. Corvanjund. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, der Name kommt mir so bekannt vor, aber Mist. Gut. Brechen wir mal von den Vaynon-Steinen aus dorthin auf. Ich sehe das übrigens ganz ähnlich mit dieser Bürgerkriegs-Sturmmantel-Geschichte und alles hier. Deswegen habe ich mich ja auch für das Kaiserreich und die kaiserliche Armee entschieden. Und wir wissen ja, dass Ulfric vom Talmor-Bund als Aktivposten gehandelt wird. Das haben wir im Rahmen der Hauptquest haben wir das herausgefunden, als wir in diese Talmor-Botschafter eingedrungen sind. Und schon allein deshalb können wir die Sturmmäntel nicht unterstützen. Das geht einfach nicht. Moin, Tag. Wie sieht es aus? Die Sturmmäntel hatten ihr Lager vor dem Eingang schon aufgeschlagen, als wir hier eintrafen. Sie wissen allerdings noch nicht, dass wir schon hier sind. Naja, zumindest etwas. Sieht aus, als wären uns die verdammten Rebellen zuvorgekommen. Egal, wir haben das Überraschungsmoment. Macht euch bereit. Ich bin bereit. Folgt mir. Fast zumindest. Moment. Laden. Flums. So. Volle Power rein. Hört zu, Soldaten. Diese Sturmmäntel sind aus demselben Grund hier wie wir. Ulfric, der Thronräuber, will diese Krone, aber wir werden nicht zulassen, dass er sie bekommt. Ich weiß, dass einige von euch Bekannte auf der anderen Seite haben, aber denkt daran, sie sind jetzt unser Feind und werden nicht zögern, euch zu töten. General Tullius verlässt sich darauf, dass wir ihm die Zackenkrone bringen, und genau das werden wir auch tun. Zeigen wir diesen Rebellen mal, wie echte Soldaten aussehen. Hast du welche hier? So, wir machen die Bogenschützenunterstützung hier. Denn ich finde das immer sehr nützlich, auch in Blackguards zum Beispiel, wenn man seine Bogenschützen noch hat, die so ein bisschen aus der Hinterhand da noch unterstützen können. Solche Sachen hier zum Beispiel auch zu erledigen. Ja, das lief doch ganz gut. Bogenschützen sind echt schon fast so ein bisschen übermächtig, oder? Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber unterschätzt die Sturmmäntel nicht. Viele von ihnen sind Veteranen der Armee. Sie sind zwar Verräter, aber sie wissen, wie man kämpft. Dieses Mal konnten wir sie überraschen, aber das wird nicht immer so sein. Gehen wir weiter. Und du so. Danke fürs Gespräch. Komm, wir gehen. Alle bereit?
Wir greifen auf mein Zeichen an. Zeigen wir denen mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Für das Kaiserreich. Es ist sinnvoller, statt loszustürmen und auf die einzuprügeln, den Eröffnungsschlag mit Pfeil und Bogen zu machen. Das ist dir bewusst, oder? Das ist taktisch nicht so suizidal. Insbesondere, weil da immer so ein Klumbatsch bei rumkommt, wo ich dann gar nicht mehr vernünftig zielen kann. Weil da so viele Kerle aufeinander stehen. Und einfach in die Menge schießen, halte ich für ein bisschen riskant. Bleibt und bewacht den Eingang. Wir wollen nicht von Sturmmantel Nachschubtruppen überrascht werden. Lass die doch alle hier. Ich schaff das auch alleine. Leroy Jenkins. Nip, 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 nip. Ein bisschen vorknibbeln hier. So. Hops. Ah, von hier aus kann ich... Verdammte Axt. Na gut. Hops. Ich gehe schon mal vor, ich hole mir die Krone selber und dann werde ich Großkönig! Sagte er, bevor er auch nur ein einziges Mal zugeschlagen hatte. Hat sie gerade Aua gesagt? Ich war ein Abenteurer wie ihr, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie gekriegt. Und wo der herkam, gab es noch viel mehr. Ah, schön. Herrlich. So, kommt die gute Legatin denn noch hinterher? Nee, die steht wahrscheinlich im vorigen Raum. Und wartet auf uns, weil die so geskriptet ist, dass sie erst weitergeht. Wenn wir denn auch daneben stehen. Ich hätte auf sein Knie zielen sollen. Sein einzig wahrer Wunderpunkt. Aber den müsste ich doch eigentlich wieder mitnehmen können hier. Der liegt doch da so offensichtlich. Ah, Steinpfeile, das geht doch. Es geht doch. So, und hier sind jetzt irgendwelche mysteriösen Nebelschwaden. Hier, wir sind auch fast da. Und mit fast da meine ich... Oh, guckt mal, noch ein Areal. Einmal haben sie uns wieder eingeholt, ist ja sehr schön. Und ihr wollt ein Krieger sein? Glückstreffer! Ich bin der Knieschießer! Komm her, ich beiß dir in die... Hm. Schätze! Schätze! Und er ignorierte jegliche Fallen. Gott, bist du doof. Wirklich Pech, dass wir diese Zeichen nicht lesen können. Wer weiß, was für Geheimnisse wir sonst aufdecken würden. Eins nach dem anderen, Soldat. Konzentriert euch auf unsere Hauptmission. Nein! Nein! Könnt ihr die Tür selber aufmachen? Ich warte auch so lange da vorne. Sonst wären wir nicht die Ersten hier. Auch wenn diese Zeichen uns sagen, wo die Krone ist, müssen wir immer noch irgendwie durch diese Tür kommen.
Was ist das? Eine Steinklaue? Ich frage mich, wozu die wohl dienen mag. Hier, pass auf, ich zeig's dir und du machst es dann selber. Aida, hast du Bock? Leck mich doch alle am Arsch, ey. Ihr könnt mich mal... Oh oh, aufpassen. Was denn? Vorsicht. Ihr solltet das nicht nochmal versuchen, wenn ihr euch nicht absolut sicher seid, dass die Tür aufgehen kann. Ich weiß den Scheißcode nicht! Sind irgendwelche Hinweise, dass man den hier irgendwo finden kann? Offenbar können wir die Tür öffnen, indem wir diese Ringe auf eine bestimmte Weise drehen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Mädchen? Ich weiß, wie die Scheiße funktioniert. Hab mir nur überlegt, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Vielleicht kann uns etwas an der Klaue selbst weiterhelfen. Ernsthaft? Gut, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ernsthaft? Schreiben die den richtigen Türcode auf die Klaue drauf? Dann können sie sich das Schloss nämlich auch sparen. Ja, das ist wie so ein wie so ein Post-it-Note mit dem Passwort am Rechner. Ja, das ist... Gott. Oh Gott. Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt, ne? Wolf, Schmetterling und was auch immer das da ist. Vogel, glaube ich. Ne, ein Drache wird es sein. Das lässt die letzten Folgen auch in einem neuen Licht erscheinen. Gut gemacht. Und auf einmal fühle ich mich richtig dämlich. Aber das macht's nicht besser. Das macht's nicht besser. Das hier ist Grimtails Level von Logik. Ja, und wenn wir jetzt hier so weitermachen wie in Grimtails oder zum Beispiel auch in Uncharted, werden wir jetzt hier hinten auf Sturmmäntel treffen. Hinter der versiegelten Tür, die Sturmmäntel offensichtlich nicht öffnen konnten, hinter der, was ich, wie lange niemand mehr gewesen ist, werden wir jetzt auf Sturmmäntel treffen. Schauen wir mal, was wir da haben. Tut, was ihr am besten könnt, Hilfssoldat. Sucht macht nach einer Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Da vorn wartet Ärger. So, das Tor da öffnen, ja? Nein, das Tor da öffnen. Ja, welches Tor denn jetzt? Wie läuft's? Habt ihr schon etwas gefunden? Ich suche seit 3 Sekunden. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass ich jetzt schon etwas gefunden habe? Alles, was ich in der Zeit jetzt hätte finden können, hättest du auch auf den ersten Blick schon entdecken können. Das ist eindeutig eine Tür. Oh Gott, wird sie das jetzt alle 5 Sekunden sagen? Sie muss das nicht alle 5 Sekunden sagen. Bitte sag das nicht alle 5 Sekunden. Nein! Überhaupt nicht. Du? Gut, dann mal weiter, Leute. Wir haben noch einiges. Okay, bye. Ruhig bleiben, Soldat. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Ich bin dann mal in der Krypta. Viel Spaß. Wie ist auf einmal vorpreschen hier, ne? Erst nichts geschissen kriegen und dann die Ersten sein wollen. Ja, so ist mir, so habe ich die am liebsten hier. Die Krone sollte hier irgendwo sein. Verteilt euch und haltet die Augen offen. Ja, der möchte mit euch spielen. Ist das gemein, was ich hier gerade mache? Das
Zeit verlangsamen. Das ist definitiv ein Schrei, den wir schon haben. Auch mit der dritten Stufe jetzt. Den können wir mal ausrüsten. Der klingt gar nicht schlecht. So, dann knacken wir erstmal in Ruhe. Das Schloss hier scheint ja den Drau gar nicht weiter zu stören, ne? Lop, lop, lop. So, ist das ein höherer Todesfürst oder einfach nur ein Todesfürst? Ja, wie den einfach die Eindringlinge da gar nicht stören? Ich bin der Einzige, auf den es ankommt, oder was? Ich meine, ja, natürlich bin ich das. Ich bin ja auch was Besonderes, aber... Okay, das ist jetzt dreist. Machen wir den der erstmal fertig. Und nehmen die Zackenkrone an uns. Man gibt die Krone General Tullius nie und nimmer. Das ist mein Legitimationsanspruch an den Thron von Himmelsrand. Entschuldigung! Der Trauriger Fürst kann doch nicht einfach zur Seite gehen. Das geht doch nicht. Ich habe eben irgendwen erschossen. Ich habe Aela erschossen. Es läuft ja bei uns, ne? Toll. Ich habe Aela erschossen. Nein! So eine Scheiße! Oh nein! Nein, ich mach's nicht nochmal, dann ist sie jetzt halt tot, ist mir doch egal. Ich nehme nur mit, was ich wirklich brauchen tue. 57, 20, 10. 65, 31. Eigentlich können wir den schon mal hier lassen. So. Haben wir noch irgendwas Schweres, was ich jetzt einfach mal ablegen kann hier? Ich meine, ja, wir hatten einige Sachen, aber... Oh, was ist passiert? Lasst mich in Ruhe. Keine Ahnung, ich hab... Die war schon so, als ich hierher gekommen bin, ich schwör's. Ja. Ach, scheiße, ey. Das war eigentlich anders geplant. Warum steht denn bitteschön auch eine fucking Bogenschützin prinzipiell in erster Reihe? Ja, das ist ja selber schuld. Sind wir halt erstmal wieder alleine unterwegs, ist auch egal. Ich kann es eh nicht mehr ändern jetzt. So, dann gehen wir noch schnell zu General Tullius und überbringen ihm die Krone. Dann machen wir Schluss für heute. Hi, nichts passiert, weitermachen. Kann ich die vielleicht doch? Also ich würde ja... 5000 wert. Verlockend. Ja, ich finde sowieso keinen Händler, der so viel Geld hat. Von daher, was soll's. Was soll's? Spielen wir mal loyaler kleiner Soldat. Vielleicht können wir ja über kurz oder lang uns durch ein paar Intrigen auch noch an die Spitze der kaiserlichen Armee vorarbeiten oder irgendwie sowas. Ja, ein verirrter Pfeil hier und da und alles wird gut. Alles wird gut.
Gut. Wisst ihr, der Zwinkern ist... Mir geht's gut, ich hab überhaupt nichts gemacht. Der Pfeil war schon da. Da hatte ich gar nichts mit zu tun. Aela hat sich hingelegt, um sich auszuruhen. In Unruhe. Oh. Hey, hast du Lust, mit mir auf Abenteuer zu reisen? Euren überflüssigen Krempel könnt ihr im Kram mit Charme verkaufen. Hilfssoldat? Komischer Mann in Rüstung. Verdammter Sturmmantelrebellen. Wo ist er denn? Da vorne, sag das doch. Hi. Wir werden Ulfric schon bald aus Windhelm vertreiben. Es gibt dort zwar nicht viel, aber wenn wir Winterfeste zurückerobern können, sollte unsere Nähe zu Windhelm Ulfric unruhig machen und ihn dazu zwingen, Truppen in seiner Heimat zu postieren. Hier ist die Zackenkrone. Ich soll sie euch in Legat Rekes Auftrag übergeben. Hervorragende Arbeit, Soldat. Ich muss zugeben, dass selbst ich an ihrer Existenz gezweifelt hatte. Gab es Probleme? Nö. Wir haben viele gute Männer verloren. Ich hoffe, das war es wert. Das ist nicht eure Entscheidung, Soldat. Du hast gefragt! Ich hätte euch erst gar nicht losgeschickt, wenn es das nicht wert gewesen wäre. Also, ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, eine außerordentlich wichtige Nachricht zu Jarl Balgruuf von Weißlauf zu bringen. Wir haben aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass Ulfric genug Männer versammelt hat, um die Stadt Weißlauf anzugreifen. Der Jarl lehnt jedoch die Unterstützung der Armee ab. Dieses Sendschreiben sollte ihn umstimmen. Seid vorsichtig, Soldat. Diese Dokumente enthalten geheime Informationen, die nur für die Augen des Jarl bestimmt sind. Okay. Ich kann's nicht lesen, ne? Das ist leider kein... Ach, scheiße. Ja, ja, nur für die Augen des Jarl, bla bla bla. Gut, machen wir nächstes Mal. Tschüss und bis dann. In der alten Sprache nennt man euch Dovahkiin. Drachenblut. Wie hast du mich genannt? Sag das nochmal. Was? Diese Reaktion, nicht wahr, was man über euch und die dunkle Bruderschaft sagt. Oder doch? Nein. Konzentriert euch. Das Schlachtfeld steckt voller Ablenkung. Ignoriert sie. Ich muss hier weg. Bye, bye.